Herzlich willkommen bei Aggis blühenden Landschaften. Früher durfte der Holunder in keinem Bauerngarten fehlen. Ein anderer Name für den Holunder ist auch Apotheke des Bauern. Also man hat sowohl die Blüten als auch die Beeren, die schwarzen Beeren, die im Herbst erscheinen, für allerlei Heilzwecke genutzt früher. Heute wollen wir ein paar Blüten pflücken. Die Blüten duften ganz herrlich. Sie erscheinen im Mai, Juni. Also jetzt können wir die quasi überall am Wegesrand finden und ernten. Oder wir haben das Glück, dass wir sogar den Holunder im eigenen Garten haben. Dann haben wir reichlich zur Verfügung. Ja, und was wir daraus machen können, Holunderblütensirup für Getränke, zum Beispiel Hugo, das wisst ihr alle. Aber heute machen wir mal was anderes. Wir wollen den Holunder mischen. Und zwar möchte ich eine Marmelade machen, Erdbeermarmelade mit Holunderblütensirup. Dafür koche ich zuerst im Kochtopf mit Wasser den Sirup auf und dann zusammen mit den Erdbeeren mit Gelierzucker zur Marmelade. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Also ich habe 10 Holunderblüten gesammelt. Die koche ich im Kochtopf auf zusammen mit 300 Milliliter Wasser. Die Erdbeeren habe ich auch im eigenen Garten gesammelt, ungefähr 300 Gramm. Natürlich kann man auch gekaufte Erdbeeren verwenden, wenn man keine eigenen hat. Ja, wenn ich die Blüten mit Wasser aufgekocht habe, gieße ich die durch ein Sieb in die geputzten Erdbeeren. Das heißt, bei den Erdbeeren habe ich die grünen Strünke entfernt und die großen Erdbeeren habe ich ein bisschen klein geschnitten. Das kommt jetzt alles zusammen in einen großen Kochtopf. Dann wird es zusammen nochmal aufgekocht und zerkleinert mit einem Pürierstab. Das lasse ich alles zusammen, ja, ungefähr 5 Minuten kochen. Das geht ganz schnell. Die Erdbeeren sind ja relativ weich. Die sind ziemlich schnell gekocht. Und wenn ich das gekocht habe, kommt zum Schluss der Gelierzucker dazu. Ich nehme immer gerne 3:1 Gelierzucker, damit ich nicht so viel Zucker brauche und damit die Marmelade nicht so furchtbar süß wird. Dann fülle ich das ab in kleine Gläschen mit Schraubdeckel, die ich verschließen kann. Stell die auf den Kopf zum Kaltwerden hin und fertig. Ja, ich kann diesen Sirup aber auch, wenn ich ihn etwas dünner mache, benutzen, um den über ein Dessert zu gießen. Oder ich könnte ihn auch auf eine Torte als Belag draufgeben. Das ist total lecker. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Aggis blühende Landschaften.